Was laut Radar rückwärts? Nee, guck. Da ist vorne. Hier. Ah nee, Quatsch. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja einfach schnell in die Fluten springen. Ich wollte den Motor anlassen. Eine schnelle Rein-Raus-Sache. So. Wieder keine Tiere am Start. Nee, bei dem grünen Punkt waren wir. So muss das sein. Oh. Titanerz. Hat sich schon rentiert wieder. Guck. Habe ich meine Axt dabei? Geil. Weiße Blumen mitnehmen. Ich habe gerade Bruce nicht gesehen, Froschkugel. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ich muss mal gucken, wo der geblieben ist hier. Was? Chefin, setz mir gerade das Headset auf und höre gleich wieder was Unanständiges. Ach, wie hab ich das vermisst. Wo warst du denn gewesen, Emily? Lange nicht gehört. Ich glaube, du warst das letzte Mal beim Subsistence-Event hier, ne? Es waren gewesen, viel gearbeitet, oder was? Es ist immer 22 Uhr, Öli. Der Drops ist gelutscht. So, wieder abgegrast. Ach, ich habe die Folge 500 noch gar nicht eingeläutet. Stammtisch. Oh ja, trinken, Dirly, da hast du recht. Long. Und Burger gibt's auch, ja. Oh, das ist gut, grauer Wolf, okay. Da hast du recht viel gearbeitet und am Wochenende viel auf dem Zeltplatz. Ah, cool. Komm, dann starten wir doch von dieser kleinen Insel in die Folge 500. Und damit herzlich willkommen. Folge 500, Leute. Folge 500. 8.10.2018 war unsere erste Folge von diesem nicht mehr kleinen Raft, was wir hier vor uns sehen. Und jetzt haben wir Folge 500 erreicht. Krass, oder? Nochmal zurückspulen. Jetzt muss ich auch noch mal schreien. Wo ist der Hai? Wo ist denn der? Ah, da. Da ist er. Hat keine Berufsschulen. Alles in Ordnung. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, Feierabend, Alex! Mega! Und weiter geht's. So, Titanerz. Auf den Weg nach Tangaroa. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ich gehe in Tangaroa erstmal den ganz normalen Weg, den wir immer laufen. Wo wir 4 Token erhalten. Und dann werden wir sehen, oder beziehungsweise ich werde sehen, ob das richtig war oder nicht. Oder ob wir am Ende wirklich doch wieder alles ablaufen müssen.
Hopfenblütentee. Ja, gönn dir, Alex. Spezialvideo im Schnelldurchlauf von 1 bis jetzt. Oh Gott. Na, das wäre was. Das wäre was. Ungefähr 100. Hallo, Bruce. Wir fahren jetzt nach Tannenrohr. Oh Gott. Auf die nächsten 500. Dankeschön, Ratgeber Wolf. Ein Tipp? Sag einfach ja. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ja oder nein? Ich muss hessisch reden, habe ich gerade gemacht. Ja, Maria auch nochmal. Klum. Ja. Tora, genau. Bittechen. Ich habe eine heiße Kartoffel im Mund, ja, ja. Oh, jetzt kommt wieder dieser üble Nebel, ey. Wie viele Kilometer sind es noch? 1200. Also Meter, nicht Kilometer. Seemeilen. Einmal kurz wegsortieren. Wegsortieren. Nein! Na toll. Ja, man sieht halt nichts. Wir knallen jetzt irgendwo dran, weil wir nichts sehen werden. Du musst nicht alles absuchen, aber eigentlich nicht diesen Weg laufen, was aber auch nicht schaden kann. Ja gut, unten zu dem Erdbeeren will ich auch noch. Das ist klar. So, hier habe ich schon entnommen. Dann. Kommt das wieder rein. Das wieder rein und das wieder rein. Hallo Kaline, es läuft super. Und wie geht's dir? Läuft alles prima. Ich bin voll gehypt. Kannst du dir vorstellen? Und ich habe morgen einen Krampf in der Taste E. In diesem Finger. Uff. Bleiben wir gerade stehen? Sind wir irgendwo dran geknallt? Oder sah das gerade nur so aus?
Nee, es läuft. 730. Wie weit seid ihr gekommen? Ich habe ein 25x25 Floß und das war's. Ich glaube, ich bin zu blöd, um mir die Ressourcen, die ich brauche, zu besorgen. Es dauert halt einen Moment, ratgebender Wolf, ne? Wenn du an einem bestimmten Punkt an Tangaroa ranfährst, dann kommt dir vielleicht auch die Erleuchtung. Ich habe diese Stelle gesehen und mir kam gleich der Einfall und der war genau der richtige. Und jetzt kannst du grübeln. Toll. Auch super. Ich wollte nur anfangen, dauert mir aber zu lange und werde heute meinen alten Spielstand benutzen. Kann ich voll nachvollziehen, Galine. Ich wollte jetzt auch nicht neu starten. Mir wäre das jetzt auch zu... Würde ich auch zu lange auf die neuen Sachen warten müssen und da wäre ich jetzt zu heiß drauf. Kann ich voll nachvollziehen. Kann ich voll nachvollziehen. Was wollte ich gerade machen? Achso. Klack, klack, klack und klack. Was ist denn da noch drin? Ah ja. Tangaroa! Here we come! An einer bestimmten Stelle. Ja, danke, Maria. Also ich würde auf jeden Fall auch noch mal probieren, in die Kapsel zu kommen. Aber keine Ahnung, ob die jetzt nach dem Update offen ist oder immer noch verschlossen, ne? In Tangaroa bekommt man Erdbeeren und Bananen und halt nur dort, ne? Ja. Doch, kannst du immer wieder hinfahren. Ja, du hast ja neu angefangen, ratgebender Wolf. Das ist ja was anderes. Das ist was anderes. Ich sehe die Kapsel. Ich gehe mit meiner Kapsel und meine Kapsel mit mir. Ja, gerne, Kaline. Ich will nicht so nah ran fahren, da kriege ich immer Panik. Also doch im Tangaroa herumfahren. Ach, Quatsch. Niemals. Vielleicht bin ich ja jetzt schon richtig. Das wäre doch toll. Ich glaube, nach 500 Folgen würde ich auch nicht neu anfangen wollen. Ja, man ist schon stolz auf sein Selbstgebautes, ne? Das ist einfach so, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Aber nicht gemacht. Wieso hat er nicht gemacht? Oh, ist das schön, Leute. Folge 500 und wir sind in Tangaroa. Der Punkt ist gut da. Siehste? Hallo, Lydia. Wie geht's dir? Juhu. So.
Der Groschen dauert halt etwas, bis er fällt. Vielleicht gingen deine Gedanken schon in die richtige Richtung. Also, was ich nicht brauche... Ach komm, reiß dich zusammen. Was ich nicht brauche, ist der Detektor. Die Schaufel. Ich brauche eine Axt. Ich brauche Pfeile. Ich brauche... Eine Kopflampe? Mir auch, Lydia. Freut mich. Eine Kopflampe. Nochmal was zu trinken. Nochmal eine Axt, vorsichtshalber. Zu essen habe ich noch. Wird mir lang. Dann langt mir eigentlich trinken auch, ne? Ich weiß, es macht es sogar noch mehr Spaß, in solchen Rätseln zu sprechen. Das glaube ich dir sogar. Gut, dann werden wir jetzt erstmal in die Kapsel gehen. So von wegen, ich weiß, was du nicht weißt. Und das ist heiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Töte sie. Elaine. Elaine, Leute. Es ist Elaine. Nicht lang schnacken, Axt im Nacken. Bestimmt leicht. Vertraue nicht, wer weiß, wie lange der da schon sitzt. Okay, ihr. Sprich mit Elaine. Seid ihr bereit? You there! Get me out of this thing! Tu mich hier raus! Vielen Dank, beim nächsten Mal würde ich mich über einen Hinweis vor dem Start freuen. Ich versuche zu verschwinden, als die ersten Schüsse fielen. Tangaroa war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn du mich hier raushältst, kann ich dir unternehmerische Beratung anbieten. Außerdem bin ich in meiner Jugend etwas gesegelt, habe einige Meisterschaften gewonnen. Ich werde nützlich sein. Wunderbar, du kannst auf mich zählen. Neu spielbarer Charakter Elaine. Hast du gesehen, wie die mit mir spricht? Und habt ihr die Stimme erkannt? Die hat mich gerade an Larry Leffer erinnert. Schau dir die Füße an, das ist Hobbit. Mach mich gefälligst hier frei. Die muss mal auf den Eimer, die blöde Kuh. Hätte ich sitzen lassen müssen erstmal.
Redet die eigentlich mit mir? Bauplan Wassertank, Bauplan Varuna Point. Haben wir alle schon aufgenommen, ne? Selber schuld, ey. Die wollte flüchten, die blöde Kuh. Guck dir das mal an. Hier, noch eine Kiste. Da geht's wahrscheinlich wieder nicht rein, ne? Da ging es mal rein. Was für ein Arme! Gut. Dann haben wir die Frau auch. Den Johnny haben wir auch geholt. Wo war denn der Johnny eigentlich? Die Taylor war im Radio Tower. Der Johnny war... Oh, war das jetzt Folge 400? Oh, das habe ich nicht aufgeschrieben. Scheiße. Den haben wir gleich zuerst gehabt. Oder dann als nächstes bei der Mama Bär. Wann haben wir denn den Johnny geholt? Ah, jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Irgendwo war Johnny. Irgendwo hier war Johnny. Die hat einen zackigen Ton drauf hier. Da war was los, Tom. Das sag ich dir aber. Ja, auf Balboa. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob das die erste Folge Balboa war. Oder die zweite. Ich muss mir das sowieso... Es dauert sowieso einen Moment, bis ich das auf YouTube raushau. So.